Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht's wieder ins Lost Place, wo wir schon davor waren. Ich würde sagen, es geht los. So Leute, das ist die Halle, wo wir das letzte Mal waren. Hier ist eine richtig fette Halle. Das sieht man jetzt nicht auf der Aufnahme. Warte mal. Die ist fucking riesig. Wir haben gerade schon Leute getroffen. Das ist krass. So, wenn ihr jetzt mal nach da guckt, hier waren wir letztes Mal drin, ne? Boah, also im Hellen ist das schon ein ganz anderes Feeling, das ist ja krass. Also hier ist diese Cafeteria, die wir gemeint hatten. Hier hinten geht's dann weiter, da ist ein Verteilerschrank. Jungs, ich mache euch Elektrikerlehre jetzt. Also, hier, diese Tür war letztens zu, wo wir hier das letzte Mal waren. Achtung mit der Tür, ne? Digga. Ich würde einfach mal sagen, kommt mit. So Leute, hier haben wir einen Verteilerschrank, das ist aber ein ganz alter. Ich will jetzt hier auch nichts anfassen, weil es ja noch Strom auf ist, aber eh nicht. Hier unten haben wir Sicherung, aber hier kannst du eigentlich anfassen, wie du willst. Du musst halt aufpassen, es gibt hier hinten diese Kupferleisten, die darfst du nicht anpassen. Das sind Sicherungen. Nachher fliegt uns das Ding um die Ohren, pass auf. Nee, alles gut, hier sind noch Vagos drin, ey, ist alles. Ah, das Kupfer, Kupfer ist ja auch noch gut stabil drin. Netzwerk haben wir schon alles an Kupfer geklaut, ne? Das sieht man, man sieht das jetzt leider nicht so krass auf der Kupfer. Aber das ist diese Halle, die wir letztes Mal meinten. Die ist verdammt riesig. Und jetzt nochmal als bisschen Background-Info. Das hier war damals ein Sporthotel. Und das war einfach der Sportbereich oder was weiß ich was. Also man sieht ja schon, hier sind irgendwie auch so wie beim Tennis oder so schon fast. Oder Fußballfelder. Böden hier. Hier ist ein Baby. Also hier ist krass da hinten schon. Also hier hinten diese ganzen Matratzen überall. So. Denkt ihr, das ist jetzt schon der größte Teil? Das sind vielleicht 40-50%. Leg dich mal rein, du passt. Aber das ist krass, ne? Oh, Babybett. Also, das Lost Place ist ehrlich krass. Im Dunkeln hat sich das gar nicht so. Hat das gar nicht so ausgesehen. Hier sind ganz viele komische Sachen an die Wände geschrieben. Ignorieren wir einfach, ja? Mal bitte, dass ihr das wisst. Das ein oder andere Hakenkreuz. Nee. Du wirst gleich sterben. Da steht so Sachen wie du wirst sterben und so. Also. Geht, let's go, Jungs. Ja, wie viele. Fahrt doch rot links. So. Mach die Dinger über die Nase, weil hier kommt jetzt auch Schwarzschimmel. Oh. So, hier hinten sind wir damals stehen geblieben. Hier waren wir auch drin, glaube ich, ja. Die ist alles voll mit Schwarzschimmel, also ist krass. Da liegt auch noch eine alte Fernbedienung hier unten. Oh, hier geht's ja wirklich noch irgendwo hin. Das klappt hier rumgehört. So. Damals sind wir von hier unten gekommen. Ja. Guck mal, da sieht man hier schon so, geh nicht hoch oder so eine Scheiße. Ja. So. Wir denken mal eine Kopflampe ein bisschen. Hier ist ja zum Beispiel eins von den Bändern. Ey, wenn ihr wollt, wir gehen noch gerade in den Keller rein. Ja, viel Spaß. Ja, hier stehen ganz viele komische Sachen. Einmal berühren. Da vorne auch schon wieder hier, dass hier alles steht. Ah, hier, da sind wir jetzt mal reingekommen. So, und hier sind nochmal richtig viele Dokumente. Also, das habt ihr letztes Mal gar nicht gesehen, zum Beispiel. Hier ist alles vor. Hier ist auch das, was ich letztes Mal meinte. Ich suche mal kurz ein Datum euch raus. Also, hier, was ist denn das? Hier steht auch nichts. Doch, 2008. Ordner, 2008 ist der letzte das letzte Datum, was ich hier gelesen habe. Oder eins der letzten. Und hier hinten ist das, was ich meinte. Hier geht's. 106 Euro mit Mastercard bezahlt. Tief rein. Also, das ist krass. Da geht's noch sehr weit rein. Das sind Zahlungen oder so, ne? Ja. Wie war das? 800 Euro. Hier sind so Heizungen mäßig noch. Ich stehe hier nicht dazu. Kontrolldaten normalerweise. Das sehe ich jetzt gar nicht. Okay, wir gehen jetzt nach links geradeaus weiter. Sag dir gleich was. Hier aufpassen mit dem Glas, ne? Hier ist schon wieder so eine kleine Verteilung. Komplett rausgerissen alles. Also, hier ist immer so ein Bad. Hier ist auch so eine kleine Karte. Ja, hier sind Schlusslöcher. Ob hier ein Datum steht, aber nicht.
Und so sah das Ganze mal aus. Naja. Was ist weiter denn jetzt? Wir können jetzt mal die ganzen Zimmer angucken. In einem steht auch noch ein Fernseher drin. Ja, das ist aber auch krass. Also, diese Größe von dem Ding hier. Hallo Leute, was geht? Hier waren wir letztes Mal drin. Hier ist der Fernseher, den ich meinte. Und wahrscheinlich wird dieser Glas von diesem Fenster. Das ist auch schon sehr alter Fernseher. Sonst sieht man auch, dass das Ding hier schon gut alt ist. Die Steckdosen oder vertikal drin. Okay, geh weiter. Also was ich natürlich noch hoffe, ist, ey, jetzt war schon wieder alles frei, ne? Das ist krass. Oh, hier ist ein Fenster offen, Jungs. Nicht so laut reden. Das ist jetzt halt nicht so interessant, das sind jetzt diese ganzen Betten, ne? Die sind da oben bauen mit einfach fast von der Decke. Ich weiß gar nicht, ob wir drin waren. Doch, ich glaube, wir waren hier drin. Ja, hier waren wir drin, mit diesem Grünen. Das ist das, was ich meinte. Wir gehen jetzt in den nächsten Teil, da wo wir das letzte Mal nicht mehr waren. Und dann geht's noch in die dritte Etage. So, hier haben wir sogar noch ein Fenster nach oben. Also aufs Dach geht es wahrscheinlich gleich auch noch. Aber die Leute, die alles beschmieren, ne? Ja, das sind diese Graffiti-Leute. Guck mal, das ist halt das Einzige, wo die das noch so machen können, dass sie nicht erwischt werden, weißt du? Guck mal, das kann ich verstehen. Aber was ja, ist hier so Kack oder so. Hier so ein Schwanz, das ist auch dumm einfach. Hier noch eine Lampe. Und sieht aber auch schon alles nicht mehr. Komm, Lukas. Oh. Hier geht's gar nicht mehr weiter. Ja, dann lass hier nochmal lang. Hey, das hier sieht auch schon wieder ganz komisch aus. Pila. Das ist krass. Jetzt gibt es so langsam wirklich hier in The Last of Us Vibes. Guck mal. Eine Woche. Was ist jetzt halt? Alles noch dieselben Sachen halt, also trotzdem noch ganz interessant, wir brauchen jetzt nicht mehr überall reingehen, kann klar noch bis nach hinten gehen. Das ist halt wie jetzt die anderen Dinger auch. Jetzt gehst du noch nach unten, wo wir noch nicht waren beim Tal. Ich habe heute auch mal schwerere Stiefel an. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil hier oben ist noch alles zu. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Okay. Das Licht geht wieder an. Ist auch überall schwarz schon mehr. Das haben wir letztes Mal gesehen. Das ist schon krass. So, hier waren wir auch noch damals. Mit diesem Sterben. Aber hier sind wir nicht reingegangen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, hier sind die auch schon gewesen. Ja. Der hat hier mal hingekotzt. Kleiner Spiegel hier. Das war's auch mal schon. Also, so krass groß war das hier gar nicht. Boah, hier ist eine Umkleide. Das ist cool. Ja, das ist ein Umzug. Und hier waren auch noch mal Duschen, oder was? Hier liegen so viele Klamotten rum, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt von den Gästen ist, die ganzen Klamotten, oder ob das die einfach mal zugelegt wurden. Das ist eine öffentliche hier. Das ist noch so Hafen an der Wand. So. Und damals sind wir nur bis hier gekommen, tatsächlich. Nur bis hier. Jetzt geht's weiter. Alles, was jetzt kommt, ist neu. Ey, also ich könnte da hoch. Da könnte man safe nochmal hochklettern irgendwie. Also wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal gleich hoch. Oh, jetzt kommt Bürozeug, Jungs. Ich glaube, das ist die Rezeption. Wir kommen auch gleich noch zum Haupteingang. Der Haupteingang war, glaube ich, da hinten. Warum machen die das?
Das ist alles von dem, was wir wollen. Mehr Dokumente. Alles Mögliche. Ja, man sieht ja auch krass, das Ganze alles abgeschnitten. Das Kupfer geklaut. Hier ist eine Rezeption, guck mal. Warte mal, hier ist noch ein Dings. 2003 hier. Hier steht 2003. Oh, hier vorne ist eine Schiebetür, Leute. Ach, da geht's ja lang gleich weiter. Okay. Dann können wir auch hier lang. Hier ist noch ein Stempel. Teil. Ein Kalender. Lass uns den Kalender angucken, der ist gut. Der gibt uns mal rum. Welches Datum? Ja. 2013 hier, okay. Ich würde sagen, 2013 ist jetzt das letzte, dann wurdest du wahrscheinlich 2013 verlassen. Wenn das, also die Kalender sind ja meistens sogar noch ein Jahr vor, aber wenn das schon auf der Seite ist, dann war es erst 2013. Und jetzt stehen wir hier. Ja, hier ist der Haupteingang komplett zu. Wir können ja mal weitergehen. Ja, dann müssen wir mal raus. Oder wir klettern gerade rüber, Jungs, kommt. Ja. Ein Staubsauger. Das ist die Treppe. Ein Freund hat mir so ein Foto gezeigt von so einem Treppenhaus hier. Tatsächlich. Aber wir gehen hier. Wir geben euch die Full Experience. Wir gucken uns hier alles an. So. Das sieht geil aus hier. Lampe aus. Wir haben heute auch 26 Grad, also von der Temperatur ist es ehrlich insane. Hier geht's auch noch rein. Hier wird gerade durchgequetscht. Hier haben die sich Essen gemacht oder so. Irgendwelche Obdachlosen wahrscheinlich. Und von hier könnten wir auch auf das Dach klettern. Ja, die sind krass, Bro. Ja, hier. Hier waren dann die Schlüssel. Das hier ist die Rezeption. Hier ist noch ein Verteilerschrank. Und jetzt nochmal so ein Bad. Hast du die Verteiler? Ey, hier mit Sicherung. Ach, das sieht alles durchgebrannt hier aus oder so. Hier ist diese Cafeteria, die wir meinten. Und dort geht's nochmal hoch. Hier geht's nochmal runter. Was ist das hier? Was ist das hier? Können wir auch nochmal hingucken. Klimaanlage, Kühlraum. Das ist ein Netflix. Oh. Das ist ein Netflix. Ach so. Auch interessant hier, ne? Hier geht's weiter. Oder wollt ihr runtergehen? Lass erstmal hier fertig. Okay, wir gehen hier nicht lang. Das ist zu. Das ist die Tür, die ich kenne. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, okay, nee, das haben wir eben schon gesehen. Wir können runter. Jetzt kommt der richtige Keller, Leute. Das ist am schnellsten hier oben. Oh, das wird jetzt richtig creepy, Jungs. Wer auch immer hier ist, wir kommen friedlich. Oh. Wir haben nichts vor. Jetzt, oh, hier sind auch richtig viele Viecher drin. Leute, wollen wir einfach durchgehen gerade schnell? Hier ist auch alles voll gekackt. Oh, hier ist alles voll mit Viechern, Jungs. Also ich würde hier als Obdachloser nicht pennen. Hier ist Mehl oder so, auch alles ausgekippt. Ey, das ist ja richtig fett hier. Jungs, wo sind wir hier gelandet? Scheiße, wo sind wir hier? Wir kommen freundlich. Und kein Stress, Leute. Wenn hier irgendjemand ist, wir wollen euch nichts. Hier ist nichts. Nur ein paar Gänge. Wir kommen in Frieden. Boah, ey, das haben wir eben gar nicht gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Jungs, hier ist ein Ofen noch. Das kann doch nicht sein. Hier sind die richtigen Heizräume. Wie krass! Warnung vor Gasansammlung, Erstickungsgefahr. Beim Betreten des Raums die Tür öffnen lassen. Das wird aufpassen, Leute. Dann lass uns mal schneller hier durchgehen, würde ich sagen. Ben! Das kann ja nicht sein, dass das hier alles noch ist. Hier ist so, ich will da auch nichts aufmachen. Ach, hier geht's dann wieder hoch. Dann sind wir hier gleich wieder. Das ist eine Heizung. Hä, wie können wir denn das eben nicht gesehen haben? Das kann doch gar nicht sein. Ja, da war Boden zwischen. Ja, aber trotzdem, Bro, das ist ja riesig hier. Das ist ganz, und das wundert mich ja zum Beispiel, dass das hier nicht so ist. Oh, wollen wir da hin? Das sieht ja creepy aus. Das sieht ehrlich creepy aus. Ja, komm, Stückchen können wir. Okay. Behind you. Behind you, ach, scheiße. Ja, Lukas, du bist behind uns. Ja,
Stein ist hier so schön. Die ist ihre Fußpflege. Jungs, komm mal hinterher, ich will nicht alleine rein. Hier ist schon alles durchgenommen. Hier ist schon alles durchgenommen. Hier ist es schon krass. Eine Badewanne, was ist das? Da kommt auch schon richtig viel Glas. Also das hier sieht so aus wie so eine gelbe Sauna-Tab. Hier ist so ein Hot-Tab-mäßig gewesen, ne? Was hast du? Ich kann eine Höhle, guck mal rein. Eine Höhle? Ach so, das? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Hier rechts. Ist das, kann man reingehen? Boah, das ist krass. Digga, da kann man wirklich reingehen. Ja, wird hier aber nicht. Ich auch nicht. Oder soll ich machen? Mies weit. Soll ich machen? Ein Stück kannst du halt nicht rein, ja. Boah. Nee, ist aber nichts Spannendes. Da hinten geht's einfach so. Wo geht's richtig weit? Da hinten. Genau, da. Über diese Ecke guckt. Ja, aber da war nicht wirklich was zu sehen. Was ist das denn hier? Donut. Oh, wie warm ist plötzlich hier drin? Ja. Beauty Therme Fitness WC. Okay. Da unten waren Toiletten. Ich habe schon von vielen Kollegen Bilder gekriegt von diesem Ort hier. So, den Raum kann man. Hier können wir auch runtergucken eigentlich, ja. Also falls da was ist, sehen wir das. Hier hat man nochmal einen ganzen Überblick. Auch nochmal auf die Halle. Also. Ich hab schon drei Bilder von Peter. Hier unten geht's noch rein. Aber. Das sieht nicht so spannend aus, da waren wir glaube ich auch schon drin. Also, kann auch bei hier lang. Hier über da unten noch, da vor kommen wir gerade her. Jetzt geht's hier hoch und dann noch aufs Dach. Ey, das ist ja riesig hier oben nochmal. Eine ganze Welt. Ey, da geht's hoch, oder? Da ist kein Glas. Wo kommen wir denn hoch? Wo wollen wir jetzt erst rein? Links, rechts? Ich geh erstmal hier rein. Rechts? Okay, war das rechts. Hier sind aber überall, was sind das? Kabelkanäle, oder? Das ist doch vom Dach. Passt auch bitte auf, dass ihr eure Masken über die Nase habt, ne? Wegen diesem ganzen schon Schwarzschimmel, was wir eben gesehen haben. Und hier ist die ganze Glaswolle auch. Ich möchte nicht, dass eure Lungen kaputt gehen. Hier ist eine Dusche gewesen. Ist auch noch relativ alt gestaltet. Aber aufs Dach gehen wir auf jeden Fall auch noch. Ob wir klettern müssen oder nicht. Gucken wir, da ist nur Räume. Könnt ihr euch kurz angucken, aber da ist nicht wirklich was. Jetzt haben wir es gleich durch, Leute. Ey, ich hätte ehrlich gedacht, dass das Ding nicht mehr so groß wird. Ja, hier haben wir mal. Der Horror eines Elektrikers. Scheiß Deckenplatten. Die Dinger gehen so schnell kaputt. Und die zerbrechen. Und krümeln dir die nur ins Auge. Ja, das war glaube ich so Rage Room-mäßig haben die das gemacht. Haben einfach alles kaputt gemacht. Jungs, hier geht's aufs Dach. Let's go! Aber ich würd ehrlich da oben lieber hochklettern, ne? Yes. Ich hab Bock da oben raus. Ich mach das als Parkour-Challenge. Ich bin ja auch Big Parkour-Guy. Nein, das ist halt nicht mehr wirklich was. Aber hier das ist, glaube ich, noch. Also in den Räumen ist das noch am besten erhalten. Sag ich ehrlich, da war eben noch ein Duschvorhang. Wie knarrt aber auch schon alles. Wie verrückt, also das ist krass. Boah, diese Räume sehen geil aus. Oh, hier ist noch ein Fernseher. Naja. Ja, ist ja halt noch relativ dunkel. Boah, Digga, Lukas hat mich schon wieder so erschreckt. Ich hab schon wieder gedacht, hier ist jemand.
Ich will halt irgendwie nichts mit meinen Ellenbogen oder so berühren, deswegen. Lass es lieber. Aufpassen. Nicht so weiter hinten. Muss aber besser fühlen. Danke, was wir hier sind durch. Komm mal aber hoch, warte mal. Muss gucken, wie ich das mache. Was, wenn das abbricht, wo du dich dran festhältst? Glaube ich nicht. Aua. Okay. Ey, er hat es geschafft. Stabil, Junge, ich glaube, ich komme hinterher. Ich komme hinterher. Hier. Wie führt mich jetzt hier hin? Weil ihr seht, am Horizont sind schon die ersten Häuser. So, Leute. Wir sind jetzt auf dem Dach drauf. Haben unsere Rucksäcke hier erstmal so hingestellt hinter so ein Belüftungsteil. Keine Ahnung, das war's eigentlich schon vom Lost Place. Wir sagen gleich nochmal tschö. Klettern hier jetzt noch ein bisschen rum und dann geht's zurück. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal danke an die beiden Jungs fürs Mitkommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Lost Place Videos sehen wollt. Und schreibt in die Kommentare, für was für verschiedene Lost Places wir noch angucken sollen. Fabriken, was auch immer. Jo, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Und ciao, ciao.